Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu Die Deutsche Wirtschaft TV. Wie ticken eigentlich die Menschen, die unsere Wirtschaft prägen? Wie sind Unternehmer das geworden, was sie sind? Darum wollen wir uns in diesem Sendeformat im Dialog kümmern. Und wir tun das heute mit einem Mann, der schon in einer unserer vorherigen regulären Sendungen Talkgast war und auf dessen Auftritt hin wir eine erkleckliche Anzahl von Anrufen und Mails bekommen haben. Tenor war positiv, denn offensichtlich ist es gut angekommen, dass wir in der Runde jemanden hatten, der Tacheles geredet hat und der sich ziemlich vehement dafür ausgesprochen hat, dass sich am Wirtschaftsstandort Deutschland einiges tun muss. Doch wer ist dieser Mann, der offensichtlich bei seinen Unternehmerkollegen den Nerv getroffen hat? Herzlich willkommen in unserer Runde, Gerd Kichnavi. Guten Abend. Danke, Herr Hörmann. Zu Beginn würde ich gerne quasi im Staccato, im Galopp, Ihnen einige persönliche Fragen stellen. Wo sind Sie geboren? Wolkerstraße 54, Heinrich Heine 53, Düsseldorf. Wann sind Sie geboren? Am 18.08.1945. Wo leben Sie? In Düsseldorf und ein bisschen in Atlanta und ein bisschen überall, aber Düsseldorf. Familie? Familie, verheiratet, drei Kinder und gerade Opa geworden. Was bedeutet das W in Ihrem Namen, Gerd W. Kichnavi? Wilhelm aus irgendeinem Grund, den ich nicht erklären kann. Was ist Ihr Lieblingspolitiker? Das ist eine Frage, die werde ich Ihnen nicht beantworten, weil das lässt mein amerikanisches Hirn nicht zu. Es ist unanständig, unseriös, Menschen nach Politikern zu fragen und überhaupt das Thema Politik zu berühren. Ich könnte ganz viele nennen, aber die sind leider alle tot. Mhm. Und unter den Lebenden dann kein Kommentar. Dann stelle ich immer direkt die nächste Frage. Wer ist Ihr, mag ich gar nicht so gern, Politiker? Antworten Sie darauf auch nicht? Doch, das sind im Prinzip fast alle, weil sie verlernt haben, für Menschen da zu sein. Mhm. Vielen Dank für die ersten Antworten. Wann sind Sie Unternehmer geworden? Ein bisschen von zu Hause aus. Aus einem Mittelstandsbetrieb, wir hatten ein Juweliergeschäft hier in Düsseldorf. Ich habe dann meine berufliche Karriere, Beruf, war für mich immer alles. Das Arbeiten, das praktische Arbeiten. Und es gab eine lange Zeit, wo ich auch politische Werbung gemacht habe bei einer der großen Werbeagenturen und habe mit einem Team einen der bedeutendsten deutschen Werbeetats verloren. Viele können sich noch an das Gartar-Studio erinnern, die regelmäßige Sendung 1945. Könnt ihr den Trailer vorsehen? Und wir haben immer versucht, dieses Format zu ändern, in moderner, deswegen immer ganz vorsichtig mit dem Wort modern. Und ich war der Verantwortliche, der den Etat verloren hat. Und ich bin zurückgekommen aus Hamburg, das war damals die Firma Colgate, und habe um sofortige Entlassung gebeten. Alle Geschäftsführer standen hinter mir und sagten, warum? Gut, ich hatte einen richtigen Riecher. Die Werbung und das Marketing wurde verändert. Ergebnis, nach einem Jahr war die Marktführerschaft in Qualität, Preis und System weg. Also im Prinzip würde man sagen, heute freier Fall auf den Steckerwahltisch. Aber jetzt haben Sie beschrieben, wie Sie nicht Unternehmer wurden. Und da fiel die Entscheidung, ich hatte gerade ein Haus gekauft, gerade war meine Tochter auf die Welt gekommen, das erste Kind, und habe einen Beschluss gefasst, dem ich bis heute treu geblieben bin. Nie wieder etwas in meinem Leben zu machen, wo ich nicht Einfluss auf die Ausführung habe. Und deswegen kam für mich auch ein beratender Beruf nie mehr in Frage, denn, wie hat schon mal, glaube ich, Johannes Groß hat das mal gesagt, Berater sind Menschen, die anderen Menschen die Uhr aus der Tasche ziehen, um ihnen zu sagen, wie spät es ist. Was machen Sie denn mit Ihrem Unternehmen? Wir machen mit unserem Unternehmen genau das, was ich gesagt habe. In Amerika beispielsweise bauen wir mit eigenen Mitarbeitern, das stellen wir deutschen oder ausländischen Unternehmen zur Verfügung, bauen wir Unternehmen in den USA auf, sparen den Unternehmen sehr viel Geld und mit unserer Erfahrung geben wir ihnen ein Rückgrat, auch seriös in den amerikanischen Markt, der sehr konservativ ist, aufzutreten. Und das deutsche Unternehmen sitze ich in den Beiräten mittelständischer Firma und habe immer den erhobenen Zeigefinger, Markt ist entscheidend und nicht das Sparpotenzial durch Menschen entlassen. Wie viele Unternehmen haben Sie dort in den USA? Die USA haben wir immer so circa 30 Unternehmen und nach einer gewissen Zeit gehen sie raus oder bleiben bei uns.
Oder wir sind diesen Unternehmen auch heute noch allen sehr, sehr eng verbunden. Tickt der amerikanische Markt ganz anders als komplett der deutsche? Anders. Er ist offener, er ist wesentlich konservativer als der deutsche, mit einer wesentlich stärkeren Bürokratie. Aber die amerikanische Bürokratie hat einen unglaublichen Vorteil. Wenn man darüber nachdenkt und sie nicht bekämpft, kann man sie aushebeln. In Deutschland können sie weder das eine noch das andere. Haben die Amerikaner dieselben Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenn sie auf den deutschen Markt kommen, wie die Deutschen dann, wenn sie nach Amerika gehen? Sie sind genauso arrogant in Europa, wie die Deutschen arrogant in Amerika sind. Haben Sie es je bereut, Unternehmer geworden zu sein? Nein. Nein, nein, nein. Solange ich etwas bewegen kann, ich will auch den Faktor Spaß nicht. Ich habe Freude an den Dingen, die ich tue. Sie beflügeln mein Leben. Meine Familie hat einen, glaube ich, relativ gut gelaunten Partner zu Hause. Ich muss mich über relativ wenig Dinge ärgern. Haben Sie jemals gezweifelt, Unternehmer zu sein? Nein. Nein, ich wollte etwas. Ich glaube, das steckt in den Menschen auch ein bisschen drin, wenn man etwas bewegen will. Meine Mutter, Gott habe sie selig, 99 Jahre alt geworden, wollte, dass ich zu Beginn oder nach der Ausbildung, nach der Schule Beamter werde. Ich konnte mich diesem Druck nicht widersetzen, denn ich sollte es ja besser haben. Eines der ganz vielen Faktoren im Leben vieler junger Menschen. Ich habe dann bei der Stadt Düsseldorf die Beamtenprüfung abgelegt, indem ich leere Blätter abgegeben habe und damit nicht als Beamter angenommen wurde. Denen ist viel erspart geblieben, aber mir auch. Hat man es einfacher als Unternehmer, als wenn man, wie Sie es beschrieben haben, vorher Angestellter war? Nein, ich glaube, als Unternehmer hat man es wesentlich schwieriger. Im Prinzip sind Sie alleine. Trotz Familie, trotz vieler Freunde, Ihre Entscheidungen müssen Sie alleine treffen. Und das hat also Einfluss, wenn wir später, sicherlich werden wir auf das Thema ja irgendwann mal Politik auch kommen, das hat einen Einfluss. Sie können nicht wirklich etwas bewegen, wenn Sie Angestellter sind, weil die meisten auch dann so denken. Wenn Sie unternehmerisch denken, können Sie auch als Angestellter sehr viel bewegen und Sie müssen sich nicht verstecken. Aber der Mut fehlt den meisten. Gab es schwierige Zeiten? Ja, extrem schwierige Zeiten. Was sind dann die Tugenden, die dann zählen als Unternehmer? Blitzschnelle Entscheidungen treffen. Ich möchte die ganze Geschichte nicht erzählen, aber ich habe mal alles verloren in meinem Leben. Und habe sofort eine Entscheidung getroffen, ganz viele Dinge zu ändern. Und das hat etwas mit Bescheidenheit zu tun, die man sich gegenüber selbst. Ich gehöre nicht zu den Unternehmern, ich sage das mal, die in Saus und Braus leben. Ich kann mit ganz wenig auskommen. Das habe ich in der Zeit auch gelernt. Zeiten können sich immer wandeln. Und ich habe immer da die Worte meiner Eltern im Ohr, die zwei Inflationen, zwei Währungsreformen erlebt haben. Wissen Sie, ob wir nächstes Jahr noch existieren oder ob dieses unseriöse Gebilde, was die Politik uns beschert hat, platzt? Ich bin kein Pessimist. Aber ich sehe nicht Regularien in der Politik, wo man bremst. Nehmen Sie das Thema der Banken. Ich verstehe Griechenland, ich verstehe die Haltung der Abweichler nicht nur, die hätten auch früher mal ihren Mund aufmachen sollen. Ich verstehe es nicht. In Amerika sind die Banken wieder sauber. Warum? Man hat die Banken pleite gehen lassen. Anleger haben ihr Geld verloren, die Aktionäre, das ist okay, das Risiko. Aber die Anleger sind geschützt geblieben. Und im Prinzip stopfe ich doch nur Löcher in Griechenland. Jetzt geht der Politiker mit Ihnen durch. Ich möchte Sie um Stillhalten bitten, noch ein paar Minuten. Gut. Ich habe noch eine Rückfrage zum Thema Unternehmer. Sie haben ja eben beschrieben, dass bei Ihnen irgendwie offensichtlich so ein Unternehmergen drinsteckt. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wo kommen Unternehmer her, die wir in Deutschland ja brauchen, würden Sie sagen, das ist aus entweder... Sorgen. Aus Sorgen. Unternehmer kommen aus Familien, wenn sie Familien, die haben Sorgen mitbekommen. Und diese Sorgen sitzen tief in den Menschen und man will damit auch besser werden. Das kann ich nicht durch irgendwelche Tricks machen im Finanzmarkt oder sonstige Dinge. Ich glaube, wenn man am Elterntisch oder von zu Hause aus nicht eine heile Welt vorgegaukelt bekommt und den Schrebergarten vorgegaukelt bekommt, sondern auch das Gefühl, man kann etwas bewegen, dann steckt es in jedem Menschen drin. Das ist, also Unternehmer werden für mich nicht geboren. Ein Einspruch möchte ich
bringen. Sie haben eben von den Unternehmern in Saus und Braus. Nach meiner Kenntnis sind die wenigsten klassischen Familienunternehmer, Mittelständler, welche, die in Saus und Braus leben. Eher im Gegenteil, habe ich den Eindruck. Nein, es sind die Vorstände der Gesellschaften, die in Saus und Braus leben. Das sind keine Unternehmer, aber sie fühlen sich ein großer Teil der Vorstände, auch in DAX-Konzernen, ist verantwortungslos, weil es keine Unternehmer sind. Ich kenne keinen mittelständischen Unternehmen, der sein Unternehmen, Ausnahmen, okay, aber der sein Unternehmen aussorgt, für sich persönlich, um seinen persönlichen Lebensstil, die Villa in Schlag mich tot oder irgendwas zu machen. Und gerade in Krisenzeiten sind viele Familienunternehmer, das haben wir ja gesehen in der letzten Krise, dann durchaus dabei, auch mit eigenem Kapital wieder ins eigene Unternehmen zu gehen, Arbeitsplätze zu erhalten. Das war, glaube ich, ein Beispiel, was gezeigt hat, wie wichtig die Familienunternehmer in Deutschland sind. Und warum werden sie bestraft? Von wem? Vom Staat. Warum werden sie permanent bestraft? Durch Steuern, durch Regularien. Ich sollte ja nicht über Politik reden. Doch, wir können jetzt gerne über Politik reden, denn ich möchte den Punkt jetzt gerne aufgreifen. Denn als Sie bei uns in der letzten Sendung waren, da haben Sie sich in der Tat skeptisch, ja geradezu pessimistisch eigentlich zu dem Thema geäußert, ob Deutschland, der Wirtschaftsstandort Deutschland, fit ist für die Zukunft, fit für die großen Herausforderungen. Ich frage mich, woher nehmen Sie eigentlich diesen Pessimismus? Deutschland ist nach wie vor eine der stärksten Wirtschaftsnationen. Unseren Unternehmen geht es in der Regel blendend. In manchen Regionen in Deutschland haben wir quasi Vollbeschäftigung. Die Steuereinnahmen sprudeln. Läuft doch alles bestens. Das ist genau das Signal. Haben Sie schon mal einen Marktführer gesehen, der über Jahrzehnte lang Marktführer in seinem Segment geblieben ist, ohne etwas zu verändern? Es werden 5.000 bis 6.000 Unternehmen weitergegeben in diesem Jahr. Und bei vielen bin ich auch sehr positiv. Die Frage ist teilweise fair, aber sie ist auch ein bisschen unfair. Ich kann sie nur damit beantworten, was ich schon mal gesagt habe. Ich glaube erst wieder an Politik, wenn Politiker persönlich haften. Ich glaube, es hat Herr Wehrhahn, glaube ich, in einer ihrer Sendungen mal sehr klassisch gesagt, Verantwortung zu tragen, Bescheidenheit, das sehe ich in der Politik nicht. Und deswegen habe ich diesen Pessimismus, weil wir arbeiten nicht, ich glaube, da darf ich nochmal Herrn zitieren, wir arbeiten ja nicht für unsere Kinder. Da sind keine, zeigen Sie mir eine Vision in der Politik. Ich meine, abgesehen davon, dass der Paternoster wieder benutzt werden darf, für Älter, für Jüngere, das ist ein Aufzug. Ich glaube, dass wir eine Veränderung der Gesellschaft haben müssen. Radikal. Der Politiker macht vor der Wahl große Versprechungen. Nach der Wahl wird er in seinem Wahlkreis nicht mehr gesehen oder er muss irgendwie einen Blumentopf spenden oder irgendetwas. Und seine Wähler verlangen nie eine Rechenschaft von ihm. Und das ist in Amerika anders. Das wäre dann dieser viel strapazierte Begriff der Nachhaltigkeit. Richtig. Und ich kenne keinen Politiker im Prinzip, der wirklich Nachhaltigkeit prägt, auch der Visionen hat. Und jetzt das aktuelle Thema mit dem Fraktionszwang. In der Euro-Debatte. Endlich sagt es einer, es war doch immer so. Wenn du nicht willst, wie der Fraktionsvorstand will, müssen sie in die zweite Reihe, sie werden aus Ausschüssen und bla bla bla. Mhm. Also es ist doch nicht neu, nur Kauder hat es gesagt. Und der schon mal die Wahrheit sagt, der wird dann auch geopfert. Aber wie man so schön sagt, Butter bei die Fische. Was wären denn konkrete politische Forderungen, die Sie hätten? Weil Sie eben den Politikern vorgeworfen haben, nicht genug für die Unternehmer zu tun. Ich glaube, dass ein Politiker nicht die Zeit hat, in die Politik zu gehen. Ich kenne viele Unternehmer, die es versucht haben, mit dem Ergebnis, sie wurden nachher Politiker und die Firmen waren pleite. Das geht nicht beides. Und deswegen glaube ich, dass ein Medium, wie es ja nun neu entstanden ist, das Thema die Deutsche Wirtschaft TV, hat für mich eine grandiose Zukunft. Wir haben 100.000 Spartenfernseher für Blödsinn. Wir lachen gerne mit Krimiserien. Wir haben ARD und ZDF, die immer mehr Spartensender machen. Wo findet denn Wirtschaft statt? Ich möchte Ihre Frage etwas globaler beantworten. Nehmen Sie das Beispiel, in der Schweiz wurden vor einem halben Jahr eine Unmenge neuer Gesetze erlassen. Das Volk hat geschrien, aber die Gäste waren gelassen. Dann hat ein Unternehmer aus irgendeinem Kanton, der, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Beschäftigte hat, möchte auch keinen Namen nennen, hat am Samstag freiwillig seine Mitarbeiter eingeladen, dass er diese neuen Gesetze erklärt. Für die Folgen für die Firma und Folgen für die Mitarbeiter.
sehr neutral, ohne Hassparole, ohne politisches Brimborium, wie Politiker das immer umschreiben und schönreden. Das Entsetzen der Mitarbeiter war so stark, dass es eine wirklich, da lege ich meine Hand für ins Feuer, eine spontane Reaktion gab. Man ging auf die Straße, um zu demonstrieren. 3 Wochen später wurde das Gesetz wieder geändert. Also ich würde jetzt mal mich vorwagen mit der These, dass ich den Eindruck habe, dass es gerade in mittelständischen, familiengeführten Unternehmen auch so ist, dass da die dort beschäftigten Mitarbeiter durchaus wissen, wie wichtig es ist und welche Rahmenbedingungen es bedarf, dass Unternehmen vernünftig wirtschaften können. Aber es bleibt ja die Frage, warum eigentlich diese wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht genügend repräsentiert werden und offensichtlich da auch ein gewisses Vakuum vielleicht bei den Medien, danke fürs Kompliment, aber mit Sicherheit auch in der Politik herrscht. Ich erinnere mich, dass wir zuletzt beim Wirtschaftsrat eine Umfrage machten unter 1000 Unternehmern. Und zwar haben wir nach der Bundestagswahl die Sonntagsfrage gestellt. Und es hat sich herausgestellt, dass 30% der Unternehmer nicht mehr politisch repräsentiert sind im neuen Bundestag. Also da scheint ja ein Manko zu herrschen. Aber woran liegt das eigentlich? Ist das Wahlvolk nicht klug genug? Nein, ich glaube, wir sind in einer derartig sozialen Hängematte eingebettet. Wir sind so unehrlich, auch zu uns selbst. Das Einzige, was die Welt ja noch bewegt, sind irgendwelche Skandale. Man redet drüber und dann packt man es wieder in die Tonne. Ich glaube auch nicht, ich bin der anderer Meinung, ich glaube nicht, dass ein großer Teil der Unternehmen sich die Zeit nimmt, mit ihren Mitarbeitern vernünftig zu reden. Und ich glaube, dass wir vor einem Wandel stehen. Das ist meine Vision. Wir stehen vor einem Wandel der Menschen, die wissen, dass es so nicht weitergeht. Sie haben, wenn es keine öffentliche Sendung wäre, würde ich sagen, die haben die Schnauze voll. Das dürfen Sie hier sagen. Und es wird immer mehr. Und ich glaube einfach, und das war übrigens kein Kompliment zum Thema die Deutsche Wirtschaft TV. Das war eine Feststellung. Ich habe ja Reaktionen bekommen, die ich nie erwartet hätte. Das denken Sie, naja, so viele Leute sehen das ja gar nicht. Aber dieses bewusst mal auch sich an den Pranger stellen, angreifbar. Ich mache mich angreifbar damit. Ich könnte doch mit meiner sozialen Hängematte könnte ich doch ganz gut leben in meinem Alter. Aber ich glaube, dass es einen Ruck gibt. Und ich kann nur sagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, es sind doch alles von Politikern beherrscht. Da kann jeder, Sie können jeden, nehmen Sie das letzte Beispiel. Da gibt es irgendeine Welle, eine bescheuerte Welle und der Generalbundesanwalt, übrigens, der war FDP, ich bin sehr neutral, aber den wollte man noch weghaben. Wie greift eine Politik ein? Wo greift die Politik ein? Die greifen in die Sparkassen rein. Die Politik greift überall ein, aber sie hat doch keine Vision. Und das ist das, worum junge Menschen sagen, sie haben das jetzt mitbekommen, die YouTube-Messe oder was immer das war da in Köln. Hallo? Wach werden. Bestätigen Sie meinen Eindruck, was mich immer wundert, ist, ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, führt man eigentlich fast mit jedem, nicht nur Unternehmer, sondern diese klassischen Stammtischgespräche. Und nochmal die Frage, es ist doch eigentlich seltsam, also geht es Ihnen vielleicht wie mir, dass man sich fragt, warum alle... So, jetzt braucht es ein Ventil. Und deswegen glaube ich, dass die Politik vollständig mit ihrer großen Koalition daneben liegt. Das sind immer... Sprechen Sie doch mal mit Leuten auf der Straße, die verstehen das doch gar nicht mehr. Die wissen doch gar nicht, wir zeigen mit dem Finger auf Griechenland. Sind wir nicht selbst schon längst pleite? Und deswegen noch einmal dieser Appell, dass es ein Sprachrohr gibt. Und ich kann Sie nur auffordern, werden Sie aggressiver, Sie als Fernsehmann, werden Sie aggressiver. Das kann ich gerne direkt machen, denn eins würde ich nämlich nicht unterschreiben wollen oder hier auf den Tisch bringen wollen, das ist diese klassische Politikerschelte, weil ich möchte jetzt den Ball mal an Sie zurückspielen. Wo sind denn die Unternehmer in der Politik? Wo engagieren sich denn die Unternehmer? Nicht. Außer in Verbänden. Mit allem Respekt, da sind viele Unternehmer mit tollem Engagement, aber der Ball wird dann doch auch an die Unternehmerschaft zurückzuspielen sein. Ach, wissen Sie, es gibt eine ganz einfache Antwort. In Baden-Baden, wo sich die Leute so zur Ruhe setzen und ihre Kurbäder oder was weiß ich genießen und da haben sich ein paar Leute zusammengetan, alle jenseits der 60 pensioniert, wo sie tun, haben gesagt, so geht das nicht mehr weiter. Haben eine Partei gegründet, davor würde ich immer warnen. Wir wollen nicht eine Weimarer Republik, wo jede Sparte jetzt seine eigene Partei macht.
und sind angetreten. Mit einem klaren Programm, Dinge zu verändern, und haben Klartext geredet. Auf lokaler Ebene. Auf lokaler Ebene. 9% im Durchschnitt in Baden-Baden und 20% in den Innenstädten, wo die Leute konzentriert wurden. Mhm. Da glaube ich, nein, ich mache keine Politikerschäden. Sie können Politiker, die sind sowas von kaputt. Wie wollen Sie die denn ändern? Es muss eine Veränderung von unten stattfinden. Ich erwarte wieder, können Sie sich doch an die APO erinnern? An die außerparlamentarische Opposition. Die war aber nicht gerade auf Unternehmerseite. Nee, aber das Gleiche braucht die Wirtschaft heute. Werft Steine auf die Politiker. Das ist aber jetzt bildliche Sprache. Ich bitte nicht. Also ich bin nicht. Es war kein Aufruf zur Gewalttätigkeit. Zweiten Joschka Fischer brauchen wir jetzt. Aber ich glaube einfach, Mittelständler gehen kaputt, wenn sie in die Politik gehen, weil die Politik ist so festgefahren. Und das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Die Amerikaner können sich immer am Kragen wieder aus dem Dilemma herausziehen. In Deutschland, ja gut, lebt ganz Deutschland nach dem rheinischen Motto und hätte noch immer Joti Jange. Ich glaube, dass es nicht mehr gut geht. Und ich glaube, wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, die sind viel interessierter, wenn sie motiviert würden. Dazu gehört nicht der Islamunterricht und ganz viele Dinge, sondern da gehören einfach auch Lehrer. Was passiert in einer Schule? Wissen Sie, was in einer Schule heute passiert? Aber eine Rückfrage habe ich doch noch mal an Sie. Wenn alle so dächten wie Sie, dass man nicht in die Politik geht, würden wir auch nicht weiterkommen. Es gibt doch noch eine Alternative zur Politik. Man hat eine freie Meinungsäußerung. Sie sehen das an Ihrer Sendung. Sie können beeinflussen durch Network. Ich warne davor, eine Partei zu gründen. Ich warne aber davor, kein Mensch hat die Zeit, diese unendlichen Diskussionen, die in Deutschland geführt werden. So, und ich glaube, da kommt den Medien meines Erachtens eine ganz andere Macht zu, wenn sie sie mal vernünftig gebrauchen würden, nämlich Politikern zu helfen, Klartext zu reden, zu sehen. Und wenn Sie die ganzen Politshows auch im Fernsehen sehen, die öffentlich-rechtlich sind, wer will sie noch sehen? Mhm. Und da glaube ich, nicht eine Politikerschelte einseitig. Aber Schweigen, was heute viele tun, ist verkehrt. Sich engagieren in den verschiedensten Formen. Und ich wünschte, deswegen will ich hier kein Schlusswort halten, ich wünsche, die Deutsche Wirtschaft TV würde noch mehr Einfluss kriegen, weil sie ehrlich ist. Danke, ich nehme das gerne mit. Würde jetzt gerne weitermachen an dem Punkt, an dem Sie eben schon angesetzt haben mit den jungen Menschen. Was müsste man denn tun, dass man in Deutschland mehr von diesem, ja, auch diesem Unternehmergeist, mehr auch von dem Mut, was anzupacken und was zu tun, vielleicht eben auch da in die richtigen politischen Weichenstellungen zu kommen, das alles zu erzielen? Gäbe es Rezepte, die Sie mitgebracht haben vielleicht heute? Nein, Rezepte nicht, aber es fängt in der Schule an. Wirtschaft findet in der Schule nicht statt. Ich könnte jetzt polemisieren und sagen, aber der Islamunterricht findet statt. Aber ich glaube, wenn Sie einem jungen Menschen erklären, wovon er lebt nicht von der Sozialfürsorge, er lebt von seiner Arbeit. Und wer gibt Arbeit? Es ist ja ein Geben und Nehmen. Und dieses findet ja nicht mehr statt. Es ist polarisiert. Die Unternehmer haben alle, was weiß ich, Schweizer Konten und so ein Quatsch. Und junge Menschen werden nicht ernst genommen. Und wenn in der Schule das Thema Wirtschaft mal eine Rolle spielt, um diesen Menschen nämlich die Chance zu geben, ihre Talente zu fördern. Ich habe ja irgendwann gesagt, der Numerus Clausus ist der Tod der deutschen Medizin gewesen. Weil sie konnten nur mit einem Numerus Clausus. Das hat aber nichts mit dem Menschen, seiner Kenntnis, seiner Liebe zum Beruf zu tun. Diese ganzen Regularien. Irgendwann ein kluger Mensch hat mal gesagt, wenn man in die Natur eingreift, dann muss man sie immer wieder pflegen. Natur kann sich regenerieren. Und ich glaube, wir können uns nicht mehr in der Form regenerieren, wenn wir unsere Denke nicht umstellen. Und das gilt für junge Menschen. Es sind so viele Talente. Es ist jetzt irgendein junges Talent, der ist 17 Jahre alt, malt, ein bisschen wie Picasso. Seine Bilder werden verkauft. Aber er muss, und in der Schule steht der übrigens im Kunstunterricht 4. Da sage ich, da stimmt irgendwas nicht. Im Übrigen ist es ja so, dass der Druck von außen durchaus auch zunimmt, denn diese
diese Lust, ja auch diese Begierde, Erfolg zu haben und etwas zu erreichen, die gibt es in anderen Ländern ja sehr ausgeprägt. Sie haben viel Auslandserfahrung, vielleicht können Sie das bestätigen, mit dem Blick auf die asiatischen Länder schon mal sowieso, auf Indien, auf die USA. Das heißt, im Paradies, was nicht angepackt werden kann, leben wir in Deutschland ja auch nicht, durch die zuwachsende Globalisierung. Also Indien kann ich nicht sagen. In China ist der Machtkampf, der gerade entbrennt zwischen Markt und Dirigismus und Qualität und Geld. Und in Amerika habe ich über 30 Jahre beobachten können, wie Kinder immer dazu erzogen werden, sich selbst auch zu sehen und für ihre Interessen etwas zu tun und zu kämpfen. Und das ist das, was der Unterschied ist, oft, also ich kann das nur zwischen Amerika und Deutschland durch jahrelange Beobachtung feststellen. Sie haben die Chance, alles zu werden in den USA. In Deutschland? Fragezeichen. Ich glaube, das ist in einer Ihrer früheren Sendungen auch passiert. Diese ganzen Regularien, die gerade Existenzgründe haben. Ich habe damals durch die Wirtschaftsunion habe ich das Patenschaftsmodell hier in Düsseldorf etabliert. Das ist bundesweit auch Beachtung gefunden. Und dann ist das wieder runtergefallen, weil aber Existenzgründung fängt doch viel früher an. Es fängt doch im Kindesalter an, ob ich ein Kind dazu erziehe, du bist für dich verantwortlich, nicht ein anderer. Und da ist für mich das komplette Versagen des Schulsystems. Ich habe unlängst gerade gehört, Thema Integration, dass ein Lehrer in irgendeinem kleinen Ort ein Buch geschrieben hat, wie Menschen sich mit der deutschen Sprache integrieren. Nämlich indem sie im Tagesbereich ein Brötchen kaufen können. Also nicht mit Schiller, nicht mit Goethe oder Englischunterricht mit Shakespeare. Also praxisnah. Ich würde Thema Amerika gerne, wir müssen einfach noch mal einmal drüber reden, Thema TTIP-Abkommen. Wie ist Ihre Position dazu und wird es kommen? Beschreiben Sie mal vielleicht zunächst, wenn Sie so freundlich sind, was wären die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Ich glaube, dass es überhaupt keine Nachteile gibt, weil der Markt sich Gott sei Dank selbst regulieren kann. Ich glaube aber, dass die Zollhemmnisse, die Hemmnisse uns Hunderttausende von Arbeitsplätzen auch in Zukunft kosten werden. Und ich meine, es hat mal ein Unternehmer übrigens in Ihrer Sendung etwas, das fällt mir gerade ein, etwas sehr Schönes gesagt, Thema Erbschaftssteuer. Wenn die Lohnsummensteuer festgelegt wird, und sie ist ja wieder festgelegt worden, dann kann ich doch keinen Arbeitsplatz mehr in Deutschland errichten. Bei der nächsten Konjunktur, Thema TIP, Strafzoll, bin ich weg vom Fenster. Und das Unternehmen geht unter. Wird kommen? Ich glaube, TIP ist vollständig falsch von beiden Seiten diskutiert worden. Es wird hinter verschlossenen Türen gemacht. Vielleicht hätte man auch einen kleineren gemeinsamen Nenner, einfach nur die Zollschranken aufheben. Das wäre für mich die Lösung. Und jetzt möchte ich gerne zum Schluss möchte ich den Kreis wieder bilden zu unserem Anfangsthema. Auch ein Grund, warum wir Sie unbedingt noch mal in der Sendung haben wollten. Und ich würde Ihnen gerne folgende Schlussfrage stellen. Deutschland im Jahr 2030. Sind Sie jetzt Pessimist oder sind Sie Optimist, dass wir diese Herausforderungen bewältigen werden? Meine Vision ist pessimistisch, aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn diese Sendung beispielsweise dazu führen könnte, dass Menschen wieder aktiv werden, sagen, wir suchen auch nach Alternativen. Und wie die Amerikaner es machen, glauben Sie, dass irgendein Unternehmer in Amerika die Politik interessiert? Der sagt, ich will meinen Job haben, ich will meinen Beruf machen, ich will meine Firma machen. Dann bin ich auch wieder optimistisch. Und ich kann nur noch mal sagen, Sie meinen, das wäre ein Kompliment gewesen. Ich kann nur Sie auffordern, viel aggressiver noch zu sein. Mir hat der Präsident einer IHK unlängst gesagt, ich sage, warum seid ihr nicht aktiver in den Interessenvertretungen der Wirtschaft? Ich wusste es auch nicht. Es gibt einen Vertrag zwischen der Politik und dem Kammersystem in Deutschland, die eine Monopolstellung haben, Handwerk und auch Industrie- und Handelskammern, die dürfen gar nichts Politisches sagen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und Herr Kichnavi, schauen Sie doch mal rein in eine unserer nächsten Sendungen. Und verehrte Zuschauer, Sie natürlich auch, ob wir den Appell von Herrn Kichnavi aufgreifen, noch aggressiver zu sein. Ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste Sendung. Aber vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön. Danke.